Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir mit Gaspard hier den Weg laufen müssen und nicht die kleine Abkürzung nehmen können, weil der Penner die ganze Zeit einpennt. Aber wir sind ja gleich. Ich düse ein, bald. Oh Gott, ja. Schon wieder. Mach auf. Schon gut. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Steh auf. Oh, wir können das ausmachen und anzünden. Ist ja geil. Okay, weiter geht's. Komm, Gaspar. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. Ich höre die ganze Zeit irgend so ein. Aber gut. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Mach auf. Ja, ich bin wach. Gaspard, zurück, ich öffne die Tür. Gaspard, ha! Du siehst verwirrt aus. Ach, verwirrt. Höchstens etwas schlaftrunken. Was ist mit den anderen? Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider schon tot. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Verdammt. Rabenik hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja. Alles ist schiefgelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Das tut mir sehr leid. Was tut dir leid? Was willst du damit sagen? Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Nein, das kann doch nicht sein. Ist sie wirklich tot? Oh. Das darf nicht sein. Armer Geralt.
Ah, Gott sei Dank. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er ist im Kermoheim. In Kermohern. Ja, kann uns finden. Ja, wir reden auch mit dir, also bitte. Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kermorhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach? Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Weißt du, was Eredin von dir will? Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen, die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen. Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Die Reise mit Avalach. Wie hat sie begonnen? Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. In welcher Welt war das? Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte. Was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Wir hätten dort bleiben sollen. Wieso bist du zurückgekehrt? Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Ich kenne deine Geschichte. Erzähl mir, wie du hier gelandet bist. Erzähl mir alles, ganz genau. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Arzgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann nach Luft zu schnappen.
Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Arzgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Ich weiß, ich bin euren Spuren gefolgt. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Wie bist du auf Hurensohn Junior gekommen? Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte mir schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Junior hat dich am Ende betrogen, nicht wahr? Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin. Und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du auf Skellige gelandet. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal. Bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein. Er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürt, wo ich bin und wohin ich reise. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Jagd, meine Flucht und dann Träume. Nur Träume. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch, die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Puh, das war schrecklich. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir an einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser.
Mir ja. auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hm. Hast du den Ort erkannt? Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Hm, er hatte Angst, dass du tot bist. Ich auch. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Hab ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Verdammt. Die segeln einfach los. Die Penner. Also, wir müssen überlegen, wie wir... Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Ende Ciri, Errungenschaft freigeschaltet. Und was ich sagen wollte ist... Das war doch eine Anspielung auf Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Haufen Zwerge, eine totgeglaubte Prinzessin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, ganz ruhig. Schon gut. Was zum? Oh, das ist schön. Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum? Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung. Was? Kleine Schwester. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht,
Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Die Jagd wird bald hier schön. Hi. Oder schön, dich wiederzusehen. Verdammt, wie schön, dich wiederzusehen. Wir sollten nicht hier draußen bleiben. Ja, kommt, wir sollten den Rat einberufen. Moment, hatte. Ken, du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten. Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Okay. Okay, sie sind fertig. Dann begrüßen wir mal Yalma. Und ist das nicht der? Ja, Fulan. Achtung, Fulan. Die wilde Jagd ist gleich da. Ragnarok steht uns bevor. Okay, wen haben wir hier? Vigi. Ah, Vigi. Wird bald hier sein. Ted, die Iriad ist nah. Das letzte Zeitalter, die Endzeit. Wie steht's, Geralt? Gut, bis dann. Leb wohl, Ankret. Leb wohl, der ist doch noch da und der hilft uns noch, also du ganz gut. Du hast sie gefunden. Ha. Sie hat. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Rüstungsschmied. Was ist der? Ja. Hier steht Rüstungsschmied Geselle und er ist noch nicht mal Geselle. Gut. Dann bringt es höchstens, das zu reparieren. Aha. Handeln. Hat er etwas Brauchbares? Also Zeug hat er. Geld eher weniger, aber Zeug hat er. Winterklinge, die verkaufe ich nicht. Die hat mir Ankret gegeben, also Krach Ankret. Der alte Bock. Und wir sind Level 28? Seit wann? Na schön. Wir reden später, Sultan. Okay, in dem Fall 2 Punkte. Sind wir die... Hä? Gut. Aufgefüllt und jetzt geothermische Sachen. Zeichen. Ah, Moment. Ah, hier. 10%, das ist nur 5. 10. Klein. Ah, mittleres ist 7. Okay, 10%. Haben wir sonst noch irgendwo? Schade, dass die nichts bringen. Also diese Erdgenius-Muttergen, die bringen genau gleich viel wie ein schwaches kleines. Also gut, bringen wir das rein. Haha. Fill all Muttergen Slots. Ja, habe ich getan. Spielerwerte verbrennen 100%, Tammeln 151%. Oh ja, schade. Aha, physische. Aha. Langsam immer noch 39. Verdammt, ich fand es früher besser, wo es die ganze Zeit extrem geschützt hat. Okay, wo haben wir Armbrustresistent? Ich wünschte, wir hätten Resistenz gegen Schaden durch Monster. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr.
Wandert das Sau außerhalb des Kampfes? 30 im Kampf. Nachtschlacht. Das kriegen wir mit 30. 30 können wir dann. Erhöht die Chance, Ziele im Verbrennen zu bewirken. Aber wir haben ja schon 100%. Dann nehmen wir das hier. Also, nee. Wir nehmen das hier. Das Alternativmodus und. Aber Intensität wäre auch super. Schauen wir mal. Ich hoffe doch sehr, dass das Gas funktioniert. Wird es. Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Gut. Und das Loch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Wolf? Okay, und Moisak? Emer, Anada, Valanda. Okay, jetzt ist alles voll mit Gas. Aber die könnten wirklich hier ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass Gas so stinken kann. Wir müssen die anderen warnen, damit keiner mit offenem Feuer hier durchmarschiert. Und nun? Ich könnte was zu trinken vertragen. Ich auch. Nach dem Rat werden wir schon was finden. Wer auch immer diese Mauer repariert hat, hat schlampig gearbeitet. Wozu das Gas? Was bringt uns das Gas? Es ist hochentzündlich. Ich will es hochgehen lassen und dabei ein paar Reiter der Jagd einäschern. Die Festungsmauern halten das aus? Das sind doch ohnehin Ruinen. Wie sollen die noch kaputter gehen? Wir sollten. Mauern sind nicht gerade unser Fachgebiet. Wir sollten die Löcher stopfen. Ja, Mauern sind leider nicht gerade unser Fachgebiet. Das stimmt. Wir sind keine Maurer. Wie schade. Wir werden die Jagd nicht aus der Festung raushalten können. Das ist nicht schlimm. Wir wissen auch nicht, wie man Belagerungen durchbricht. Wir stellen uns ihnen im Burghof. Hast du einen Ratschlag, Moisak? Wir müssen unsere Verteidigung vorbereiten. Unser Gegner ist gefährlich und wir wissen wenig über ihn. Es ist Eradin, ein Vollidiot. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Genau, Lambert. Verdammter Schrotthaufen. Was gibt es für Fortschritte? Ich krieg das Ding nicht dazu, auch nur einen Bolzen zu schnipsen. Eher macht man mich zum Hierarchen von Novigrad. Bereit für die Schlacht? Ich wurde schon bereit geboren. Ja, diese Sprüche, ich wurde schon bereit geboren. Als ich aus meiner Mutter rausgepresst kam, konnte ich schon ein Schwert schwingen. Eskel. Grüß dich, Wolf. Er meditiert. Eskel. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Gut, sonst ist hier nichts mehr. Moment, wenn wir Level 28 sind. Bedeutet das nicht, dass wir ein paar Quests machen? Nee. So, diese Taste. 24, 32. Ja, jetzt sind sie langsam alle, bis auf die hier, sind alle langsam. Okay, ist irgendeine fehlgeschlagen? Bis auf die Bande von Novigrad haben wir sonst alle geschafft. Der vermisste Bruder. Ja, aber das muss warten bis nach der Belagerung, wie es scheint. Ich hoffe, wir können nach der Belagerung weiterspielen. Ach, dass es das Ende ist, also. Siri haben wir dann gerettet. Hoffe ich mal. Und dann ist alles Tutti Frutti und wir gehen ein bisschen ein paar Hexaufträge durch. Okay, und jetzt rein da. Ellbogen höher. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Sehne loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. Du bist hier. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin allein losgezogen, aber Wes hat mich aufgespürt. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen.
Ich sollte dich versohlen, weil du mich nicht um Hilfe gebeten hast. Aber ich hab's unterwegs an Roche ausgelassen. Ah, alte Freunde. Leto. Was hat dieser Dreckskerl hier zu suchen? Wir brauchen ihn. Vielleicht hast du vergessen, was er getan hat. Ich nicht. Du musst mich verstehen, ich werde ein Auge auf ihn haben. Ich habe dir zu sagen, du musst mich verstehen. Ich muss Ciri retten. Um jeden Preis. Und Leto hat schon gegen die Jagd gekämpft. Ich stelle auch nicht seine Fähigkeiten in Frage. Ich trau ihm einfach nicht. Leto wird uns nicht hintergehen. Du bist naiv. Warst es schon immer. Normalerweise ist es mir egal, aber diesmal könnte es Wes und mich das Leben kosten. Denk darüber nach, bevor es zu spät ist. Wir bleiben und helfen. Aber den wollen wir nicht im Rücken haben. Okay. Und ich wollte dich reinladen, Wes. Sei nicht sauer. Es war nicht gut, den Königsmörder herzubringen. Wes, sei nicht sauer. Es war nicht gut, den Königsmörder herzubringen. Rausch, ich möchte jetzt nicht mit dir reden, Geralt. Scheiße! Ach, Wes, meine Liebe. Wes, sei nicht sauer. Es war nicht gut, den Königsmörder herzubringen. Wir haben einen schweren Kampf vor uns. Was macht die Moral? Erinnerst du dich an die Begegnung mit ihnen am Galgenhügel? Wir werden sie ein weiteres Mal besiegen. Gut. Wir haben einen schweren Kampf vor uns. Was macht die Moral? Also gut. Er sagt, wir sollen hier gehen, also gehen wir. Und wir werden bald hier reingehen, aber das erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.